Hallihallo, ihr da draußen. Ich möchte heute mit euch ein neues Format beginnen, ein neues Icon in der Reihe meiner Playlist. So, jetzt habe ich's. Und zwar geht es darum, ich möchte ein Tag-Video machen und heute wird es der TMI-Tag. Das heißt, ich erzähle euch ein bisschen mehr von mir. Es gibt 50 Fragen, too much information about me, für euch, damit ihr mich noch ein bisschen mehr kennenlernt. Ihr wisst ja so ein bisschen was über mich durch die Get Ready With Me's. Und heute habe ich mir die Fragen als Screenshots rausgesucht und möchte mit euch mal durchgehen. Und dann suche ich mir einmal die Fragen raus. Da haben wir sie. Wo fängt es denn an? Ich glaube, hier. So, was habe ich gerade an? Ich habe gerade an ein Kleidchen von H&M von vor 3 oder 4 Jahren. Das ist oben weiß und wird nach unten so ombremäßig blau. Zweite Frage. Je verliebt gewesen? Ja, sogar aktuell. Ja. Hattest du je ein schlimmes Beziehungsende? Ja, mehrere. Welche, wo einfach jemand sich nicht mehr gemeldet hat? Welche, wo es ganz viel Drama gab? Also, ja, das Thema hatte ich schon. Wie groß bist du? Ich bin 1,78 Meter groß. Also für eine Frau schon in der oberen Range, aber hey, also für alle, die da draußen, die gerne groß wären, dafür habe ich auch große Füße. Ich habe Größe 44, finde da mal schöne High Heels, die nicht aussehen wie aus einem Drag Queen Store. Wobei das auch seinen Reiz hat. Wie viel wiegst du? Ja, ich habe überlegt, ob ich das sagen soll oder nicht. Es ist folgendermaßen, muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe im ersten Jahr meiner leitenden Tätigkeit im Salon 10 Kilo zugenommen und hatte immer Probleme mit meinem Gewicht. Immer hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und ich habe aktuell 12,3 Kilo abgenommen seit Mitte November und bin auch sehr stolz darauf. 20 Kilo möchte ich noch abnehmen und aktuell bin ich bei einer Größe von 1,78 bei 98 Kilo. Ja, und ich hoffe, es wird kontinuierlich weniger. Sommer 17 wird mein Bikini-Sommer, also bleibt dabei, wenn ihr das sehen wollt. Tattoos, dezent, ja, also das ist mein bunter Arm mit meinen Muffins. Da mache ich euch auch nochmal, da sind meine Arbeitsgeräte, ich kann den Arm gar nicht so richtig, so, da seht ihr so ein bisschen was. Ja, also meine Arme sind beide Seiten komplett tätowiert. Mein Dekolleté, mein Rücken. Wir haben jetzt mit den Beinen angefangen. Dann habe ich noch über die Rippen, beide Rippenbögen, rechte Hüfte, Po, linke Wade, Oberschenkel, ein bisschen was hinter den Ohren. Ja, also ein bisschen was habe ich auf jeden Fall schon gesammelt und ein extra Video dazu mache ich bestimmt auch noch. Aber das wollte ich auch machen, wenn ich vielleicht noch ein bisschen weniger Pfündchen drauf habe. Piercings, ja. Ich habe einmal das Lippenbändchen, die Zunge. Hier unten habe ich noch eins und dann habe ich noch zwei, die ich euch nicht zeige. Das ist einfach, das ist wirklich too much information, wenn ich die jetzt zeigen würde. OTP, One True Pairing. Ich glaube, ich habe das mal bei Battlelash Beauty gesehen und bei Nikki Tutorials. Da geht es darum, welche zwei Stars sollten zusammen sein. Ist mir relativ egal, ehrlich gesagt. Ist mir echt egal. Lieblingsfernsehsendung, Online-Show. Lieblingsfernsehsendung. Okay, ich offenbare mich euch. WWE SmackDown.
Ich gucke am liebsten Wrestling. Ja, es ist Show, aber das sind hochtrainierte, professionelle Leute, die das machen. Und ich liebe das. Und ich liebe auch das Drama. Und aktuell mag ich sehr gerne Dean Ambrose. Er ist so rot, ne? Er ist so verbraucht, aber das finde ich irgendwie geil. Und wen mag ich noch gerne? Ah, Dolph Ziggler. Wenn einer da draußen sitzt und sich mit WWE auskennt, wisst ihr noch damals, als Dolph Ziggler mit dieser fetten Tussi zusammen war und alle ihn gehasst haben, weil er mit... Ach nee, das war The Edge. Aber Dolph Ziggler war auch sehr lange nicht beliebt und jetzt ist das wieder. Was ich sehr schade finde, ist, dass die Hardy Boys, Hardy Brothers nicht mehr dabei sind. Und auch, wer fehlt mir noch hier? Johnny... Wie hieß er? Also der Schlaghosen-Glamour-Typ mit den langen braunen Haaren, den fand ich auch richtig cool. Schade, dass er nicht mehr dabei ist. Ja, also SmackDown, wobei ich Raw auch gern mag, aber SmackDown ist geiler. Und ich glaube, ich würde mir, wenn ich mir jemals Pay-TV kaufe, dann nur, um WrestleMania gucken zu können. Keiner hätte es geglaubt, ist aber so. Online kann ich euch nur empfehlen. Bro Laska, das ist Alaska Thunderfuck, eine Drag Queen von RuPaul's Drag Race und ihr Bruder Corey. Die beiden machen dann immer so 5-6 Minuten Videos zusammen und die sind super witzig. I love Alaska. Ich mag Drag Queens so gerne, ne? Boah. Also wenn ihr Drag Queen Power pur wollt, dann geht zu Wow Presents und abonniert den Kanal. Das ist nur witzig, was da kommt. 10. Frage. Lieblingsband? Lieblingsband. Also wenn man von meinen Tattoos ausgeht, ich habe eins, zwei, ich habe zwei Placebo-Zitate tätowiert und zwei von Lord of the Lost. Ich habe ein Konterfei, das Konterfei von Marilyn Manson tätowiert. Oh, ich kann den Arm nicht so drehen. Wartet mal, so. So. Das ist Herr Manson. Und natürlich Freddy. Also würde ich sagen, Queen ist ganz groß, Marilyn Manson ist groß, wenn man das als Band zählen darf. Und Placebo auf jeden Fall auch. Das sind so Teenie-Erinnerungen, die mich immer begleitet haben, die ich ja auch für mein Leben auf meinem Körper haben wollte. Und Big Boy ist ganz klasse, aber also die machen leider keine Musik mehr. Aber ich belatsche den Sänger immer, weil die machen jetzt schon 4 Jahre keine Musik mehr und so alle 2, 3 Monate schreibe ich immer, wann denn das neue Album rauskommt. Ich bin da so ein bisschen penetrant, aber ich möchte gern ein drittes Album, bitte. Elftens, vermisst du etwas? Ja, das dritte Big Boy Album. Wobei, es hatte ich ja nicht, kann ich ja nicht vermissen. Was vermisse ich? Wärme. Ich hätte gerne wieder 20 Grad draußen. Wobei jetzt auch schön die Sonne scheint. Ich weiß nicht, ob er das so ein bisschen sieht, aber durch die Sonne, die so durch meine Plissés durchscheint, habe ich ein bisschen Schattenwurf jetzt hier. Also die Sonne vermisse ich aktuell ein bisschen. Zwölfte Frage. Blablabla. 12. Frage. Lieblingslied. Aktuell der Song, der zu WrestleMania gehört, aktuell für dieses Jahr. Welcome to my house. Ich weiß nicht, wer es singt und ich weiß auch nicht, wie es heißt, aber ab und zu spielen sie es auf der Arbeit. Abends, witzigerweise nur abends. Und ich gehe immer richtig ab. Also immer die armen Kunden, denen ich da gerade die Haare schneide. Aber Welcome to my house. Ich liebe das. Ich muss rausfinden, von wem das ist, und dann muss ich es mir kaufen. 13, wie alt bist du? Ich bin aktuell 27. Ja. Sternzeichen, ich bin Waage. I'm a Libra. Eine klassische Waage, aber mit Aszendenz Skorpion, also ich kann auch anders. Leute, die mich kennen, können das bestätigen. Aber ich bin doch sehr harmoniebedürftig und ja, ich mag gern schöne Sachen. Das ist ja der Waage so nachgesagt. Qualitäten, die du in einem Partner suchst.
Also ich kann euch sagen, was ich an meinem Partner aktuell sehr schätze. Und zwar, wenn ich wirklich Hilfe brauche, also wenn ich ihn brauche, ist er immer für mich da. Er ist immer ehrlich zu mir und er steht immer hundertprozentig hinter mir. Also er würde niemals gegen mich argumentieren, geschweige denn böse zu mir sein. Er kann mich aber auch bremsen, wenn es zu doll ist. Also ja, er nimmt mich so, wie ich bin und das ist einfach wunderschön. Das ist das Wichtigste. Lalala. Lieblingsschauspieler. Christopher Waltz. Oh, am besten in Quentin Tarantino-Film. Hammer, der Typ. Hammer. Lieblingsfarbe. Oh. Oh, der ist fies. Oh, der ist wirklich fies. Aber ich glaube, aktuell lila, lila, lila. Ich glaube, aktuell ist es lila. Aber Türkis, Pink kriegen mich auch immer. Oder Mint finde ich auch sehr schön. Laute Musik oder leise? Laut! Laut! Wo gehst du hin, wenn du traurig bist? An meinen Schminktisch. Hierher. In mein kleines buntes Paradies mit meinen Pinseln und meinen Paletten. Und dann setze ich mich hier hin und sortiere das und räume das auf und putze das, was natürlich bei zwei Katzen immer so ein bisschen semi-sinnvoll ist, weil die springen hier einmal durch die Wohnung und schon ist alles voller Katzenhaare. Also, aber das ist so, wenn ich traurig bin, gehe ich eigentlich an meinen Schminktisch. Wie lange brauchst du, um zu duschen? Also, ich wasche mir ja nicht immer die Haare, wenn ich dusche, sondern nur so 2 bis 3 Mal die Woche, je nachdem, ob ich beim Sport war oder nicht. Ich würde sagen, wenn ich mir nicht die Haare wasche, 10 Minuten. Und wenn ich mir die Haare wasche, 20. Wegen Conditioner und Kur und tralala und hast du nicht gesehen? Ja. Also ich bin nicht so der Langduscher. Ich bade auch lieber, aber ich habe leider keine Badewanne. Oh, alle ihr da draußen, die eine Badewanne habt, ne? Oh, ihr seid so glücklich. Wirklich. Ihr seid so glücklich. Wie lange brauchst du, um morgens fertig zu werden? Also vom Aufstehen, vom Wecker klingeln, bis ich rausgehe aus der Tür, eine Stunde. Mit Schminken und Waschen und Katzen fertig machen und mich fertig machen und Haare. Also eine gute Stunde. Ich brauche dann auch immer so ein bisschen Zeit, um runterzukommen. Dann gucke ich YouTube-Videos und so. Ja. Jemals in einer körperlichen Auseinandersetzung gewesen? Nein. Ich bin immer gerannt. Ich habe, also wenn dann, also wenn man so auf Partys war, so vor 8 bis 10 Jahren, als ich da noch auf Partys war, dann war das immer so, wenn es eine Auseinandersetzung gab, bin ich immer rechtzeitig weggerannt oder habe mir irgendjemand geholt oder Security oder so, weil, also, dass mir einer ins Gesicht schlägt oder rotzt oder, nee. Ich habe mal einem eine geknallt. Das ist aber auch schon 8 Jahre her. Weil wir waren zusammen im Club, wir waren verabredet. Wir waren so semi-dating, so. Und dann, ich so, ja, er holt was zu trinken, ich so, okay. Dann sitzt er da mit einer Tussi, gibt ihr einen Drink aus und quatscht mit ihr. Und meine Freundin war noch dabei, weil ich ihnen meine neueste Errungenschaft zeigen wollte. Und ich so, sag mal, und dann dreht er sich um und dann habe ich ihm erstmal eine gehauen. Bin ich aber auch weggerannt. Ah, lange ist her. Naja. 24. Frage. Turn on. Was mich anturnt? Jetzt so im Bett oder so? Das ist auch too much. Aber was mich anturnt oder was mich gut drauf bringt, sind Leute, die meinen Humor verstehen und deren Humor ich verstehe. Also so, wo man so eine Connection hat. Das finde ich immer super. Turn off. Was mich abturnt, sind Leute, die bei uns in LAN reinkommen und so machen. Auf die Frage, was ich für sie tun kann. Sag doch, was du willst. Oder schnibbeln. Die sagen, ich möchte gern Haare schnibbeln. Sag ich, wenn sie Haare schnibbeln wollen, dann machen sie es doch bei ihren Kindern. Da können sie ein bisschen rumschnibbeln. Das finde ich ganz, das ist total Turn-off, ey. Und, also bei Menschen finde ich es total Turn-off, wenn sie dreckige Fingernägel haben, wenn sie Mundgeruch haben und wenn sie nach Weichspüler stinken. Kennt ihr diesen billigen
süßlichen Weichspülergestank. Das finde ich total widerlich. Lieber dann lieber zu viel Parfum. Aber zu viel Aftershave ist auch nicht geil. Also, ich trage ja selber gar kein Parfum, weil ich es bei mir selber sogar nicht mag. Und mein Deo ist auch nur so ganz dezent parfümiert. Also von daher, muss nicht so doll sein. 26. Die Gründe, wegen denen du YouTuber geworden bist. Oh, ja, wegen Luzi. Wegen euch, die ihr bei dem Blush-Tag, den ich mit Luzi vom Kanal Unfunk Rundfunk zusammen gemacht habe, gesagt haben, oh, wir wünschen uns das. Und ich hatte mir sowieso überlegt, ich gucke ja schon seit 10, 15 Jahren YouTube-Videos und ich fand es immer cool, aber ich hatte immer Angst, weil ich so dachte, es gibt ja alles da draußen, es gibt jede Art von Mensch, es gibt jede Art von Kanal, es gibt jede Art von Form, wie man das machen kann. Aber das war so der Anstoß. Luzi und ihr da draußen und eure lieben Kommentare. Mua, danke nochmal dafür. Für jeden Einzelnen. Ängste. Ich habe Höhenangst. Ganz schreckliche Höhenangst. Richtig doll. Also ein Tritt ist das Maximum für mich. Ich habe Angst vor Spinnen, ganz schlimm. Also wenn so ein Obi-Langbein in der Dusche sitzt, wenn der weit genug weg ist, ist okay. Aber wenn der sich zu mir abseilt, dann kriege ich schon, Ekel. Sonst, ja, Höhe in Verbindung auch mit Flugzeugen. Ich habe auch Flugangst. Sonst, nö. Höhen und Spinnen. 28. Letzte Sache, die dich zum Weinen gebracht hat. Bestimmt irgendeine Stresssituation. Ich weine oft, wenn ich viel Stress habe. So aus Wut oder aus weil ich einfach das Gefühl habe, es ist alles zu viel für mich. Aber so richtig konkrete Anlässe gibt es da meistens gar nicht. Es sind so Tropf, 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 Tropf und dann irgendwann kommt und dann spritzt es raus. Letztes Mal, dass du jemandem "Ich liebe dich" gesagt hast, meiner besten Freundin. Weil mein Partner und ich sagen das nicht so klassisch. Wir sagen das auf unsere eigene Art und Weise. Aber meiner besten Freundin, der sage ich das. Und weil ich es auch meine und weil wir uns jetzt seit 6 Jahren kennen und so viel Scheiße zusammen durchgemacht haben und deswegen liebe ich sie über alles. Und weil ich genau weiß, wenn keiner mehr Bock hat, sich mein Gelaber anzuhören, sie hört sich das an. Ever and ever and ever. Die würde niemals sagen, halt's Maul, das interessiert mich nicht. Never. Ich liebe dich, mein Schatz. So, jetzt habe ich das weggeklickt. Da. 30. Frage schon. Bedeutung hinter deinem Online-Namen. Mrs. Muffin Makeup. Ja, Mrs., weil ich bin ja vergeben. Make-up erklärt sich von selbst. Und Muffin, weil ich habe mir ganz am Anfang diese Muffins tätowieren lassen. Den hier und den kleinen hier und diesen hier und den hier. Der ist so süß. Ich liebe sie nach wie vor. Und dann habe ich noch meinen Horror-Muffin mit den Vampirzähnen. Ja, und Muffins, ich liebe Muffins auch zum Essen, also ich esse jetzt nicht mehr so viel Muffins wie früher, aber Muffins gingen eigentlich immer und deswegen Mrs. Muffin Makeup. Letztes Buch, das du gelesen hast, eins von Chuck Palahniuk, ich weiß nicht mehr welches, und dann habe ich noch eins von Bachmann angefangen, also dem Pseudonym von Stephen King. Von dem habe ich auch eins angefangen. Und das sind auch so meine Lieblingsautoren. Chuck Palahniuk, der hat unter anderem auch Fight Club geschrieben. Und Stephen Kings alter Ego Richard Bachman, genau. Ja, das ist auch richtig cool. Müsst ihr euch mal angucken. Wenn ihr auf so Psycho-Horror-Kram steht oder eben bei Chuck Palahniuk auf psycho-moderne Geschichten steht, dann guckt euch das auf jeden Fall mal an. 33. Letzte TV-Show, die du geschaut hast. Nee, 32. Das Buch, das du gerade liest. Aktuell das von Richard Bachmann. Aber ich habe vergessen, wie es heißt. Ich komme momentan nicht so viel zum Lesen, leider.
letzte TV-Show, die ich hab gerade eben hier mein himmlisches Hotel angehabt. Das läuft auch, glaube ich, noch. Ich mag sowas. Mein himmlisches Hotel, Shopping Queen, mein Lokal, dein Lokal. Ich finde das irgendwie witzig. So richtig trashig halt, ne? Zum Abschalten. Chillig. Letzte Person, mit der du geredet hast. Mit meiner Mom. Wir waren einkaufen heute. Und ja, mit der habe ich das zuletzt geredet. 35. Die Beziehung zwischen dir und der Person, der du die letzte SMS geschrieben hast. SMS? Oh Gott, wem habe ich denn die letzte SMS geschrieben? Geht WhatsApp auch? WhatsApp wäre meine liebe Vicky, meine beste Freundin. Weil wer schreibt denn noch SMS? Ich nicht. Mein Lieblingsessen. Ich mag sehr gerne Cheeseburger vom MC. Ich mag sehr gerne Hühnchen knusprig oder auch nicht knusprig mit Curry vom Chinesen mit Reis und Bambus und so. Das ist auch geil. 37. Ort, den du besuchen möchtest. Ich würde wirklich gerne mal in die USA. Ob es jetzt New York ist oder Las Vegas oder so, das würde ich einfach gerne mal fühlen, dieses American Way of Life. Kanada fände ich auch interessant. Kanada wäre auch, glaube ich, das einzige Land, in das ich auswandern würde. Tatsächlich. Sonst Tokio fände ich auch interessant. Achso, war es Land oder Stadt? Ort. Okay, also Tokio könnte man auch dazu zählen, ja. Aber ich habe ja so Flugangst, deswegen wird das wohl eher nichts in nächster Zeit. Außerdem ist es sauteuer und ich habe ja nie Geld. Letzter Ort, an dem du warst. Jetzt heute oder Kiel und Timmendorfer Strand? Bist du verliebt? Ja, in meinen Partner, in meinen Freund. Seit 2,5 Jahren. 40. Wir nähern uns dem Ende. Letztes Mal, dass du jemanden geküsst hast. Heute Morgen. Aber ich war kaum wach. Also zum Abschied kriege ich immer einen Kuss. Und er musste heute Morgen früher los als ich. Und da hat er mich geküsst. Aber ich war mehr so nicht so attraktiv zum Küssen. Letztes Mal, dass du beleidigt wurdest. Beleidigt? So richtig böse? Heute hat mir einer gesagt, der selber tätowiert ist, je mehr ich mich tätowieren lasse, desto früher sterbe ich, weil die Haut das größte Organ des Körpers ist. Und mit jeder Tätowierung verletzt man die Haut und dadurch stirbt man früher. Und er ist selber tätowiert, ne? Also das war irgendwie ein bisschen eigenartig. Lieblingssüßigkeiten. Ich habe gerade diese Collage Milka Schokolade probiert mit Nougat, Schokolade, Karamellstückchen, Keksstückchen. Die ist geil. Ah, die ist richtig geil. Dann mag ich sehr gerne Blätterkuchen, Ostereier. Und die weiße Rittersport mit Crisp und weiß an Haselnüssen. Ja, das ist so ganz oben auf meiner Top-Liste. 43. Welche Instrumente spielst du? Aktuell, ich habe mal Geige gelernt. Ich konnte mal ein bisschen Klavier spielen, aber im Moment singe ich im Chor, im ersten Sopran. Lieblingsschmuckstück? Meine Pandora-Ringe. Die habt ihr noch nicht gesehen, ne? Aber wenn es euch interessiert, dann zeige ich euch die mal. Es sind nur 3 Stück und eine Kette und ja, mein Armband von Pandora. Ich glaube, das ist mein Lieblingsschmuckstück. Letzten Sport, den du gemacht hast. Ich war am Montag bei BodyX in meinem FitX-Studio. Und das ist so ein Kurs mit Kurz- und Langhanteln. Ich habe so einen Muskelkater. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist verrückt. 46. Letztes Lied, das du gesungen hast. Welcome to my house. Da, 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 da. Na, wisst ihr Bescheid, WrestleMania und so. Wenn einer von euch das guckt und gucken kann, weil er Pay-TV hat, erzählt mir, wie es ausgegangen ist. Hat Dean Ambrose es geschafft? Im Street Fight?
Und wie ist es ausgegangen mit dem Undertaker im Hell in a Cell Match gegen den Rich Bitch Typ da? 47, Lieblingsanmachspruch. Hast du mal Feuer? Ich bin ja Raucher, also. Aber ja, brauche ich ja momentan nicht. Hast du es je benutzt? Ja, tatsächlich. So, Feuerzeug weg, Kippe aus, hin, hast mal Feuer, steht eine Kerze auf dem Tisch, egal. So, der Typ weiß schon Bescheid, ne? Ja, weißt du schon Bescheid. Letztes Mal, dass du mit jemandem gechillt hast, mit meinem Boyfriend chillig, des Öfteren. Gestern Abend haben wir gechillt. 50, letzte Frage. Wer sollte diese Fragen als nächstes beantworten? Ihr. Jeder, der einen Kanal hat, macht das. Stellt euch vor. So, haben wir das auch geschafft. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr die Tech-Videos findet. Mega hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr wisst jetzt ein bisschen mehr über mich. Habt einen schönen Tag. Lasst euch nicht blöd anmachen. Bis zum nächsten Mal.